Du wirst auf eine Reise gehen. In ferne Länder. Was ist da sonst noch? Ich sehe Zufriedenheit und Glück bei dir. Es war einmal ein Psychiater namens Hector. Da war der Abend im Eimer. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Der ein erfülltes Leben führte. Scheinbar. Sie wirken etwas bedrückt, so gar nicht ihrer Art entsprechend. Malcolm, du Blödmann, du! Ich muss hier raus. Ich möchte was erforschen. Und was? Was Glück ist. Wo soll Ihre Reise denn hingehen? Ich habe an China gedacht. China. Genial. Ich komme von weit her und versuche zu verstehen, was die Menschen glücklich macht. Es ist Montag, wir haben geschlossen. Würden Sie sich als einen glücklichen Menschen betrachten? Wenn Sie am Ende der Reise sind, skypen Sie mich an. Sie haben Skype? Business oder Vergnügen? Ich will wissen, was Menschen glücklich macht. Hey, ich bin in Afrika. Hallo, Jungs. Hey. Kommst du nach Hause? Noch nicht. Endlich kann ich zurück zu meinem bedeutungslosen Leben. Oh, wir sollten uns nicht so sehr mit der vielbeschworenen Suche nach dem Glück beschäftigen, sondern eher mit dem Glück beim Suchen. Zufrieden war. Deshalb begab er sich auf eine Reise, um das Glück zu suchen. Business oder Vergnügen? Ich will wissen, was Menschen glücklich macht.